Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal 77. Wer das letzte Video gesehen hat, weiß, dass Kian keine Lust mehr hat, YouTube zu machen, deswegen hat er alle Videos gelöscht, wenn jemand drin war. Davon drei Magic Squid Videos und die möchte ich jetzt re-uploaden für euch. Weil ich, ja, ja, wir brauchen die Videos, ich möchte euch den Stuff ja nicht verborgen halten. Ich habe natürlich komplettes Verständnis dafür, dass er keine Lust mehr auf YouTube hat und seine Videos deswegen löscht. Aber ich werde euch jetzt drei Videos in der alten Perspektive bieten, weil das schneller geht mit dem Aufnehmen. Und ich möchte es so schnell wie möglich fertig haben, damit wir dann bald einfach in 77 New Live reinstarten können. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Let's go. Ja Leute, die Anmoderation habe ich ja gerade schon gemacht. Deswegen kommen wir jetzt einfach zum ersten Video von den Reuploads. Und zwar, Karten mischen. Und zwar werde ich euch heute alle Versionen zeigen, die es gibt. Fangen wir an. Die erste Methode, die ich euch zeige, ist der Hindu-Shuffle. Könnt ihr gebrauchen, aber es gibt wichtigere Sachen. Und zwar geht es darum, ihr haltet das Kartendeck so, dass ihr an der unteren rechten Seite mit eurer rechten Hand mit Ring und Mittelfinger anfasst und auf der unteren linken Seite mit euren Daumen anfasst. Dann könnt ihr das so halten, Zeigefinger und Kleinfinger braucht ihr nicht. Nun kommt ihr mit eurer linken Hand und nehmt von oben einfach immer kleine Packets ab. Immer weitermachen und schon mischt ihr das Deck. Das war Nummer 1, kommen wir zu Mischart Nummer 2. Nachdem wir ja nun Hindu-Shuffle schon können, bräuchten wir jetzt noch was Besseres, was noch mehr gemischt wird, und zwar Overhand-Shuffle. Jeder wird Overhand-Shuffle kennen. Und zwar, unser Daumen kommt an die Vorderseite und an der Rückseite kommen unsere vier Finger. Wir halten die Karten so. Das müsst ihr so für euch herausfinden, wie ihr die Karten hier haltet. Nun zieht ihr die unterste Karte runter, nehmt das ganze Packet und zieht mit euren Daumen einfach von oben immer Karten runter. Sieht schwer aus, ist es aber nicht. Von oben, na, von hier so, jetzt zieht einfach immer von oben Karten runter. Und wenn ihr das ein bisschen trainiert, dann könnt ihr das später schnell und dann sieht das so aus. Ich mag den nicht so, ich benutze eigentlich nur Riffle Shuffle und Table Shuffle, die zeige ich euch jetzt. So, nachdem wir schon Hindu Shuffle und Overhand Shuffle gelernt haben, kommen wir jetzt zum Riffle Shuffle. Wir machen es so, dass wir Kleinfinger, Ringfinger und Mittelfinger an die untere Seite machen. Den Zeigefinger knicken wir ein und drücken oben aufs Kartenspiel ein und an die obere Seite kommt der Daumen. Nun riffelt ihr die Karten bis zur Mitte ungefähr ab. Ihr nehmt die andere Kartenseite genauso wie rechts in die Hand und nun riffelt ihr beides gleichzeitig ineinander. Das benötigt ein bisschen Übung. Ihr müsst einfach so mit euren Daumen Druck abbauen. Das benötigt ein bisschen Übung, ist möglich. Was macht ihr jetzt? Jetzt nehmt ihr eure Zeigefinger mit an den Rand und drückt mit euren Zeigefingern das Deck so doll zusammen, bis die Karten runterfallen und das nennt man Bridge. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer, doch guckt euch diese Passage mehrmals an und dann werdet ihr schon verstehen, wie das so funktioniert. Und jetzt Zeigefinger nach hinten und Karten zusammendrücken. Und Druck abbauen. Also, mal. Zack. Zack. Jetzt festhalten. Und jetzt einfach mit euren Zeigefingern den Druck wegnehmen. Und es mischt automatisch ineinander. Super. Das war die dritte Mischart. Und ja, jetzt kommen wir zum Table Shuffle. Also, nachdem wir Indo Shuffle, Overhand Shuffle und Riffle Shuffle plus Bridge beherrschen, können wir nun den Table Shuffle lernen. Ja gut, ohne Table ist jetzt schwer, aber ist ja auch egal. Also,
Ihr riffelt hier mit euren Daumen an der linken Seite bis zur Mitte Karten ab. Und nun haltet ihr das Deck so. Zeigefinger nach oben, Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger an die linke Seite und Daumen an die rechte Seite. Und das gleiche natürlich auch auf der rechten Seite. Und nun macht ihr praktisch das gleiche wie beim Riffle Shuffle. Ihr geht einfach mit den beiden Ecken zusammen und riffelt mit euren Daumen die Karten ab und mischt sie praktisch ineinander und dann schiebt ihr sie so ineinander. Ich bin nicht der beste Table Shuffle Macher, Könner, Tun sein, machen sollen, genau. Mache, tu, ja, komm, Mann, ich kann gerade kein Deutsch, ich kann nicht die besten Riffle. Nein, was? Scheiße. Ich kann nicht die besten Table, scheiße. Oh Gott, ich kann nicht die besten Table Shuffles. Ja, also nachdem wir nun Hindu Shuffles, guckt euch das Video auch gerne mehrmals hintereinander an, weil es ist ein bisschen schwer, wenn man es so schnell gleich erklärt. Dann können wir noch Overhand Shuffle, Riffle Shuffle. Plus Bridge natürlich, versteht sich. Und Table Shuffle. Gut. Und als letztes machen wir einfach noch einen ganz simplen, und zwar der normale Swing Cut. Also, ja. Zeigefinger kommt oben an die, obere Seite und Daumen an die untere. Und jetzt nehmt ihr einfach, Mittelfinger kommt an die obere Seite und Daumen an die untere. Und mit eurem Zeigefinger nehmt ihr einfach immer kleine Packets von oben und wischt sie nach links und mit eurer linken Hand holt ihr die dann einfach immer ab und den Rest schmeißt ihr einfach nur noch drauf. Also so, wir gehen hier so hin, heben Karten ab und nach links. Gleiche nochmal, nach links. Gleiche nochmal, nach links, rechts. Rest kommt drauf und dann schnell, genau, perfekt, wenn es nicht klappt, Vorführeffekt, man kennt's. Also, nachdem wir nun Hindu Shuffle, Overhand Shuffle, Wiffle Shuffle plus Bridge, Table Shuffle, genau, Table Shuffle, und Swing Cut können, sind wir nun fertig eigentlich. Das sind die wichtigsten. Klar, ihr könntet noch sagen, ja, abheben, aber das zähle ich mal nicht dazu, weil da mischt ihr das Deck eigentlich nicht so groß bei, ja. Und ich würde einfach sagen, wenn euch dieser Re-Upload von der Magic School gefallen hat, wenn ihr jetzt daraus was lernen könntet, wenn ihr jetzt besser mischen könnt, dann lasst doch ein Like, da flankt den Abo-Button. Ich versuche euch 5 Videos die Woche zu bieten. Das ist viel Arbeit. Deswegen unterstützt mich bitte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Habe ich zwar schon gesagt. Bye, bye.